Das ist ja ein abgespaceder Sound, ey. Herzlich willkommen, Freunde der Nacht, zu einem weiteren Tutorial. Heute testen wir tatsächlich mal Creepy Piano 3. Das Plugin schlechthin, was für Trap- oder Drill-Sachen ziemlich gut sein soll. Ich habe es empfohlen bekommen und ich würde mal sagen, wir starten direkt. Lass das mal kurz rein. Oha, ziemlich gruseliges Cover. Ich mache mir die Hosen voll. Ja, aber die Schrift kenne ich irgendwoher, ne? Ich glaube, das ist so diese typische Horrorschrift. Die gibt es auch bei den Simpsons, diese Halloween-Folgen kommen. Dann gibt es auch so eine Schrift nur in grün, glaube ich. Ist ja auch egal. Wir starten mal direkt. Okay, was sehen wir denn hier? Attack, Decay bis Release. Die wichtigsten Buttons sind da. Delay und Reverb. Dann haben wir die Layers hier und, ach, guck mal hier in klein. Das sind, glaube ich, die Effekte Rain, Vinyl, Wind und Darkness. Da gucken wir gleich mal rein, was das Ganze so zu bedeuten hat. Ihr könnt euch das auf der Homepage downloaden. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung und ich würde mal sagen, wir hören uns den ersten Klang an. Oh, sehr dramatisch. Okay, das hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. Oh, der ist gut. Oh, da könnte ich schon wieder mit so einem Kollega Type Beat anfangen. Ich lade ansonsten mal ein paar MIDIs rein und dann hören wir mal durch. So, die waren gar nicht an. Ich dachte, man kann die hier auch noch... Ach, die sind aus gewesen. Ach so. Eieiei, okay, dann das heißt also, auf jedem Pianoklang ist so eine Art Grundeffekt drauf. Hört sich so ein bisschen nach Retro-Style an. Okay, also von diesen Effekten hier bin ich jetzt nicht so überzeugt, aber... Aber wir hören mal weiter rein. Okay, also bei so ruhigen Pianos, die ziemlich neutral klingen, kann man hier mal einen Dark-Effekt oder einen Vinyl-Effekt dazu packen. Finde ich eigentlich, ja, ist jetzt keine schlechte Sache, ne? Ach so, wir haben ja noch zwei andere Knöpfe hier. Ah, das kenne ich doch irgendwoher. Das ist doch das Wobbling aus dem RC. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt ist mir aber aufgefallen, wenn man das Preset wechselt, dann ändern sich die Knöpfe auch nicht. Also ich kenne es halt so, wenn man jetzt zum Beispiel weiterklickt, dass alles wieder auf der Standardeinstellung ist. Ist in diesem Fall nicht so. Also sollte man ein bisschen aufpassen. Ja, also nicht wundern, wenn das nächste Preset auch wobbelig klingt. Das liegt daran, dass man den Wobbler hier zurückdrehen muss.
der knistert schön, ne? Also hier ist auch, glaube ich, extrem Distortion drauf. Brauch mal was mit mehr, genau, sowas hier. Das ist ja ein abgespaceder Sound, ey. Boah, das ist gar nicht mein Sound. Also sowas könnte man zum Beispiel gut als Layer nehmen. Ich finde, hier sind die Anschläge nicht so hart und das Ganze bewegt sich eher so mehr im Background. Ja, man, das heißt, man könnte mit Omnisphere zum Beispiel irgendwas einspielen, was mehr Struktur hat, also mehr Klarheit, und das dann als Background packen. Ja, schon nicht schlecht. Der ist auch schön. Auch nicht schlecht. Hat sowas Episches, ne? Harpe, irgendwas mit Harpe, glaube ich. Supernatural, auch nicht schlecht. Okay, ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, bei der Vollversion hat man hier mehrere Presets. Da das hier die Free-Version ist, ist das natürlich begrenzt, verständlicherweise. Aber dafür, ich finde, dafür, dass es Free-Plugin ist, kann man sich echt nicht beschweren, oder? Also für diejenigen, die jetzt mal was ausprobieren wollen oder Sounds zum Layern suchen, ist das eigentlich selbst die Free-Version vollkommen okay. Ob ich mir jetzt die Full-Version hole, weiß ich noch nicht. Ansonsten, wenn ihr es mal selber ausprobieren wollt, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zur Homepage und dort könnt ihr das Ganze kostenlos downloaden. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch so an Vorschlägen habt, was man testen kann. Also ihr Lieben, bleibt geschmeidig. Wir sehen uns bestimmt.